Unfallverhütungsvorschriften. Schön am Bäume pflanzen, auf einmal sagte mir die Mensch, Papa, da kommt Öl raus. Einfach ran, man kann den auch richtig. Na, wie ist die Lage hier? Doch ganz gut, eben die Rille wieder wegmachen. Ne? Boah, das ist hier zu stramm. Guck mal da. Kannst du mir beim Kaffee erzählen? Kurz bestimmt eine Halle. Ja. Die erste Reihe. Zwei. Da ist ja noch eine. Ja, moin Leute. Heute wollen wir euch mal präsentieren, was wir so die ganze Woche über gemacht haben, Michi und ich, wo wir überall gewesen sind. Wir haben wirklich ein schönes Wochenende hinter uns. Sonn am Sonntag, ey, wir haben die Gartenstühle schon rausgeholt und Sonntagnachmittag konnten wir da Kaffee trinken. Das war schon ein geiles Feeling. Ja, am Montag kamen wir dann wieder in so einem Tief rein. Wenn man jetzt den Wochenbericht sieht, sind wir natürlich auch noch gefährdet Ende der Woche mit der Berechnungsanlage. Da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Da sind wir natürlich jetzt bei 0 Grad auch schon am Motor. Genau, also wir haben da eigentlich überlegt, dass wir euch mal mitnehmen, nachts. Wir haben jetzt auch schon ein schönes Setup hier, schön handlich. Ich filme jetzt hier mit dem Handy, Mikrofone, der eine oder andere hat es gesehen, dass wir da jetzt mal was anderes am Start haben. Und dann wollen wir euch eigentlich mal mitnehmen nachts, ja, wenn wir die Motoren anschalten. Könnte sein, dass das nächste Woche schon passiert. Wir gucken mal, ne? Ja, was da so kommt. Jetzt ist draußen, ihr seht das hier, richtiges Pisswetter, aber wir haben die Bäume drin. Und ich würde sagen, wir starten einfach damit im Video. Guckt euch jetzt mal an, wie wir die Pfähle gesetzt haben, die Bäume gepflanzt haben. Ganz genau. Würde ich sagen, da könnt ihr einfach mal reingucken. Ja? Das Ganze passiert hier mit diesem Kameraden. If you don't speak, then you won't get spoken to. People only see you when you up, then they notice you. Trying to be a legend, Cray lines is quotable. Only the real shall last, and I only know a few. People when they feelings always acting emotional. Ain't about a check, then it ain't negotiable. Gotta show respect to the people that's posting you. Soon to be on posters, posted up like the older dudes. Now we aging like fine wine, how we supposed to do? Peep the shade on the timelines, this time post the cool. Shit is black and white like photos from a disposable. Certain situations you ain't end up uncontrollable, right. All up in their head, I be so confused. I just brush it off, peep the shoulder moves. We all got the same 24, so it's no excuse. Switch it up, we could rap or produce. The things you can't have is forbidden fruit. It seem like people love telling lies on me. They know that I'm the one, they got their eyes on me. They know I'm here to stay and I won't leave. We do this for the fans, for your eyes only. Just watch closely, bet they all gon' see. They don't fuck with us, but they still gon' breathe. Don't talk to me, man, you gotta show me. If it ain't ISO, then it ain't in In such isolation from all negativity. They tried to bend over, but can't get rid of me. We gon' do our thing until infinity. Beware the industry, please stay in control of your dignity. People fidgety, that's why they can't sit with me. They all full of bigotry, puffin' on they nicotine. Nigga, please never let another man belittle me. I'll take away my liberty and search for positivity. It seems like people love telling lies on me. They know that I'm the one, they got their eyes on me. They know I'm here to stay and I won't leave. We do this for the fans, for your eyes only. Just watch closely, bet they all gon' see. They don't fuck with us, but they still gon' pray. So, jetzt sind wir hier am Dionys. Ihr könnt das Blech ja mal eben aufbauen. Hier, du kannst das Blech ja mal eben das aufbauen. Das Blech nehme ich eben an der Seite. Ihr könnt das nicht. Gucken wir mal rein. Da musst du gleich noch mal ein bisschen Licht machen. Ist ja heute richtiges Scheißwetter, ne? Ja, muss ich auch sagen. So. Mach so, mal Licht an hier, wir sehen hier nichts. Genau. Hier sitzt er, der kleine Süße. Also hier war ja das Relais, wir haben es im anderen Video gezeigt, das haben wir ja überbrückt. Wir haben jetzt bei Granit einen Anlasser bestellt, der kürzer ist. Der passte hier auch rein. Dafür mussten wir nicht hier vorne noch mehr wegbauen. Problem war nur, hier unten saß noch eine Ölleitung. Die saß ein bisschen im Weg und die mussten wir so ein bisschen umlegen. Das war das Einzige, ne? Man sieht das von hier unten nochmal, dass wir hier, jetzt ist ein Handy davor. Soll ich von oben diese leuchten? Leitung hier, nee, von hier unten wieder. Diese Leitung hier, die mussten wir umlegen. Die ging hier gerade hoch, die haben wir ein bisschen zur Seite gelegt und dann passte der Anlasser da rein. Ja, und uns fehlten hier 2 Zentimeter. Er hing einfach auf der Leitung auf. Aber der springt an wie ein junger Gott jetzt. Wirklich. Dazu haben wir auch was gemacht. Wir wollten ihn dann natürlich auch gleich testen. Da haben wir ihn an der Kreiselecke angehauen. Ja. Du hast Bäume bewässert, da haben wir keinen Film zu gemacht. Oder hast du denn eine Szene mal gedreht, ne? Nö. Beim Bäume bewässern? Nee. Durfte ich ja mit einem schönen 2-11er. Das ging super gegen das. Das zeigen wir euch aber auch nochmal. Und hier haben wir mit gekreiselt. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wie das... Der musste richtig arbeiten. Am Anfang, da zog er richtig eine Fahne, ne? Ja, da musste der Dreizylinder sich erstmal frei arbeiten, ne?
Ja, wenn er denn immer nur Stapler gefahren ist damals. Aber guckt euch das mal an. Hier. Das ist gerade eins da, ne? Das kommt Vario, der. Ah. So sollst du ihn normal nicht anbauen? Ja, so passt das auch nicht. Das weißt du nicht. Doch, das ist beides zwei. Das ist vom P. Die V-Modelle haben. Ich guck mal eben, ich hab ja hier noch um die Ecke einen. Ja, wir haben keinen originalen Oberlenker hier mitbekommen, nur so ein Nachbauteil. Das sind ja meistens immer noch so geil. Boah, das ist hier zu stramm. Ach, guck mal da. Hier. Da. Oh. Das ist. Was haben die Franzosen denn da gebaut? Da. Nimm mal einen unteren Loch, vielleicht geht das. Ein Kiefer. Ach, schon stramm in, ne? Den habe ich auch gleich auseinander gedreht. Ja, dann brauchst du nicht weitermachen, wenn das sowieso nicht reicht. Ja, der vom Porsche, der ist richtig lang. Ob der passt? Alter, der ist hier richtig hoch. Ich meine, jetzt zum Testen könnte man das machen, aber ja, schön ist nicht. Schön oder wenn die Kette holen. Ja. Die brauchen ja nicht im Oberlenker laufen. Den wieder mit. Ich hole die Kette. So, die Notlösung musst du mal eben herhalten. Da bestellen wir noch einen richtigen Oberlenker für. Wir haben ja hier unten auch neue Unterlenker bekommen. Das steht ein bisschen weiter raus. Ne? Ein bisschen weiter. Mach mal ein bisschen hoch. Mal sehen, was passiert hier. Ah, sieht doch gut aus. Geht nicht höher. Ja, dann müssen wir die Hubstreben länger, kürzer drehen. Das geht ja auch hier. Thank you.
So, jetzt ist Hans-Jürgen am Einbauen hier. Und irgendwie ist hier unten eine Muschi. Ich bin dabei. Du bist dabei. Er ist immer noch am Blech einbauen. Er ist dabei. Klappt das heute noch? Das haben die damals schon echt toll gemacht, ne? Die Seitenverkleidung. Ja, dass 100%. Die Raube nicht ganz aufgeht. Das ist so. Aber man muss auch ruhig bleiben. Nee, weißt, das Ganze musst du hier so ein bisschen hochdrücken. Der will hier nicht rein. Guck mal da oben. Ja, das sehe ich. Und dann musst du das Ganze hier so ein bisschen, ich habe das jetzt hier einhändig. Der hakt hier am Bügel, so. Oh, das ging ja fein, Michi. Und den noch zu. Ich meine, die Schraubverschlüsse, die sitzen ja, ne? Die sitzen. Die sind auch vibrationszahm. Ja. Du, wirklich. Haben wir ihm gar nichts zu gesagt beim, der Kamerad hinter uns hier. Der hat ja Löcher gebohrt. Das Ganze haben wir natürlich parallel gemacht. Das habt ihr eben schon im Video gesehen. Das ist uns so eingefallen, dass man das ja eigentlich auch beim Fehledrücken parallel machen könnte, ne? Ja. Macht ja Sinn, ne? Das geht wirklich wunderbar. Du hast einen Spiegel. Ich bin dann irgendwo, machst du dir ein Maß, dass du immer bei Michi auf der Höhe bist, nicht, dass du mit dem Anhänger hinten im Kotflügel beim Nachbarn hängst. Das muss so ein bisschen elegant. Und mal ganz ehrlich, wir lieben das, wenn ich keinen Pfahl von der Erde aufheben muss. Nee. Und wir mussten wir jetzt ein bisschen, die wir beim Roden an der Seite gelegt haben, die mussten wir natürlich. Die mussten wir, ja. Aber sonst sind wir bei, unter guten Bedingungen, schaffen wir die 300 Pfähle die Stunde schön gerade ordentlich reinzusetzen. Und das liebe ich ja, das Ganze ohne Pflanzleine. Genau. Wir haben da auch den, im einen Hof war das unten schmäler, oben breiter. Und da hat Michi immer jeweils einen A- und B-Punkt gesetzt. Und das muss man echt sagen, das steht da vernünftig. Das ist genau vermittelt worden. Das finde ich richtig gut. Was du natürlich hast, du bist jetzt nicht auf einen Zentimeter genau. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn das jetzt ein bisschen nass noch im Boden ist und der Trecker drückt ein bisschen ein und rutscht vielleicht mal so ein bisschen rüber, dann kann das mal sein, dass du, das zeigt er dir ja auch an, dann bist du 2-3 Zentimeter manchmal von der Spur nach links oder nach rechts. Siehst du aber nachher in der Reihe, siehst du das nein. Nicht. Weil das einfach so ist bei dem Schmalspur, dass er dann, wenn du auf dem gekreiselten fährst, das kann dann mal sein, aber das hast du bei der Pflanzleine auf jeden Fall. Da mir ganz. Oder du hast das, wenn du jetzt den Pfahl drückst und du drückst ihn in der Erde, dann, dass er sich so leicht so ein bisschen schräg wegdrückt. Ne? Ja, ja. Und auch mit der Tiefe, was mich eben meinte, wenn der Träger mal ein bisschen tiefer, meine Herren, dann ist der Pfahl da vielleicht mal die 10 Meter, 2 Zentimeter tiefer in der Erde. Das stört uns aber nicht. Pflanzenschutzdurchgang haben wir auch schon gemacht wieder. Ich habe da hinten noch an der Spritze, ihr seht das oben auf dem Turm, hier und da, links und rechts, noch einen Arbeitsscheinwerfer angebaut. Da hatten wir noch immer die LED-Ketten von 2015 dran. Die sind dann immer so halbgar und funktionieren dann nicht mehr. Und wir haben ja eigentlich alle schon umgerüstet. Beim Dreireiher muss ich jetzt die Verkabelung noch mal neu machen. Das waren so die Anfänge damals, 2017. Ja, aber ist normal. Das habe ich jetzt alles abgerissen. Jetzt wird das einmal richtig verkabelt. Der Kabelquerschnitt war zu dünn. Die Lampen, die flackerten denn und ja, das muss jetzt einmal eben richtig gemacht werden. Ja, und das Licht kommt direkt auf Dose beim Träger, dann hast du auch volles Licht. Nicht irgendwo noch mit Zwischenklemmen, ne? Also. Genau, wir haben ja hinten eine Sicherung hier, das hat Brockmann ja verlegt. Hier direkt von der Batterie nochmal auch abgesichert und die ist hinten, die dreipolige. Da liegt richtig, kannst du richtig Saft ja. Abnehmen und da kommen die auch ran. Ne? Du, aber das ist normal, von 2015 die Verkabelung mit heute. Du wächst mit deinen Aufgaben. 17 war das, glaube ich, oder? Wann haben wir die gekriegt? 18. 17, oder? 18 erst? 18. Die haben wir doch, bevor wir die Fläche aufgepasst haben. Doch, bei dem Kollegen war ich zum 50. Geburtstag und der ist gestern 55 geworden. Da fiel mir das noch ein. Ja. Da habe ich mit einem Berufskollegen darüber geschnackt. Geht die Hose zu? Oder? Ja, ich kann noch einen Knopf mehr machen. Ach so, ja. Das ist ja gut, ne? Das ist schön, ja. Aber in einer anderen Richtung, oder? Das kommt von Pflanzen. Hallo! Ich kann mal fühlen, wie viel... Ich habe keins mehr frei. Ich habe auch keins mehr frei. Doch, nee, eins ist hier noch. Ich muss mich entschuldigen. ja, Scheibensäche ist auch schon wieder abgeschmiert. Hier ist ja der Ölmotor weggeflogen. Können wir auch mal einblenden jetzt an dieser Stelle, wie wir da bei waren. So, wir haben hier... unseren 2,11er pflanzfähig gemacht. Scheibensäche ist dran.
haben jetzt hier den Adapter angebaut, dass wir dann halt auch die Geräte anbauen können, die Cat 1 haben. Aber der ist echt geil gebaut von Peter Ladurner. Das passt sauber. Genau. Auch die Verstellung und die Bolzen, dass man die hier ordentlich reinkriegt. Eben auch. Das ist hier, wie sagt man so schön, Plug and Play. Ja, das muss man wirklich sagen. Und das ist halt ein Vorteil für uns jetzt, weil sonst haben wir ja wirklich die massive Cat 2 Fronthydraulik, was wir auch gut finden. Aber gerade für diese Spezialgeräte, diese kleinen, die sind ja meistens angepasst worden auf den Schmalspur-Fans. Oder unser ist ja auch ein Schmalspur, aber auf die V-Modelle. Genau. Und, oder F-Modelle mit der kleinen Fronthydraulik. Und aber Michi hatte auch irgendwie den Mensch-Papa, passt der, den haben wir sonst in der Frontgabel. Wie gegossen passt der dazu, wenn du mal ein bisschen verstellen willst? Wir lieben das ja einfach hydraulisch. Genau, weil das ja dichter ranrückt am Träger. Jetzt brauchst du auch einen kürzeren Oberlenker. Das ist einfach so. Ja, Leute, wie das immer so ist, ne? Schön am Bäume pflanzen. Auf einmal sagte Michi, Mensch, Papa, da kommt Öl raus. Und jetzt ist hier eine Schraube weg. Und das sind so lange Schrauben, die halten hier den Flansch. Ihr seht das hier, vier Stück. Und die ist in sich, also hier innerlich ist die abgebrochen, wir können da keine neue reinschrauben. So. Ja, und der Motor ist seit 2011 haben wir das Gerät mit Obsthof Kruse zusammen. Muss man wirklich sagen, das klappt auch immer super. Letztes Jahr haben wir uns hier vorne das Stützrad nochmal gegönnt und eine neue Säche haben wir nochmal drauf gemacht. Weil so ein bisschen was macht die doch, wenn da zwei Betriebe anhängen. Aber ich finde das eine geile Sache, du musst nicht jede Maschine selber haben. Und das Ding, da brauchst du einen Tag im Jahr, vielleicht zwei. Das ist einfach so. Genau. Aber der Motor, wir haben uns da gleich für entschieden. Neu. Genau. Weil das einfach jetzt besser ist, sonst hast du da wieder Kopfschmerzen. Und wenn es drauf ankommt, muss das auch funktionieren. Und deswegen. Ja, jetzt besuchen wir Peter und Elisabeth eben. Motor ist da. Sie schreibt immer gleich zurück. Finde ich auch toll. Ja, und jetzt ist das Ganze schon eingebaut. Neuer Ölmotor ist drin. Wir haben sonst die Scheidensäche immer so mit 30 Liter gefahren. Ich habe das jetzt nochmal umgestellt. Wir haben sie jetzt auf 15 Liter Ölmenge stehen. Und gefällt uns jetzt fast besser, weil sie muss gar nicht so schnell laufen. Weil derjenige, der die Bäume dann hinstellt, gut, jetzt häufle ich natürlich von der anderen Seite an, aber derjenige, der die Bäume hinstellt, kriegt sonst auch immer so Erdbluten in der Fresse, wenn die zu schnell dreht. Und sie soll das da ja so richtig schön randrücken. Und dazu muss sie eigentlich nur ein bisschen schneller drehen, als was der Träger fährt. Ich finde, das Ergebnis kann sich hier sehen lassen. Das sieht echt richtig schier aus. Auch gerade in Kombination jetzt mit dem Lenksystem. Das funktioniert hier auch wirklich gut. Wir haben die Pfähle da ja auch mitgesetzt. Ich habe mir hier dann den Versatz draufgelegt, den ich hier eingestellt habe. Ich habe, glaube ich, 5 cm genommen, Spurversatz. Und wenn ich hier einmal drücke, dann versetzt er entweder nach rechts oder nach links. 5 cm zentrieren habe ich hier oben drauf gepackt. Dann hier den Scheibensechkopf feinfühlig justieren. Hier schalte ich sie ein. Also das ist schon wirklich richtig schön. Fronthydraulik auf Schwimmstellung, dass die schön aufliegt mit dem Rädchen vorne. Ihr seht das jetzt hier, dass das Scheibensech schön läuft. Und das funktioniert richtig gut. Ist auch wesentlich ruhiger. Und der neue Ölmotor, der hat sich wirklich gelohnt, weil dieses Knallen, wir hatten die ganze Zeit immer so ein Dutt-Dutt-Dutt-Dutt-Dutt-Dutt ab und zu. Das war jetzt nicht ständig, aber dann knallte das. Und jetzt war ja die eine Schraube da abgebrochen. Dann schoss das Öl da ja raus. Aber gut, seit 2011, da hat er auch schon was gemacht und in dem Sinne, das hat sich wirklich gelohnt. Das läuft wesentlich ruhiger, das Gerät jetzt hier. So, anhäufeln ist gleich fertig. Papa macht jetzt mit der Kreiselecke eben das Ganze noch gerade, weil ich ja hier diese Rille ziehe. Und das ist natürlich jetzt gleich beim Bäume antreten nicht so sinnvoll, wenn man dann da drin läuft. Wir können ja mal eben gucken, ob er mit uns sprechen will. Machen wir eben aus. Können wir eben aussteigen. Mal kurz gucken hier. Na, Michi? Na, wie ist die Lage hier? Doch ganz gut, eben die Rille wieder wegmachen. Ne? Das ist ja sonst kacke laufen hier. Ja. Vor allem, wenn du antreten willst und alles. Du kannst ja auch schnell den Fuß dabei weg. Das hört sich zwar, erst denkt man, das ist lächerlich, aber von der Arbeit her viel schöner. Genau, was wir jetzt machen müssen, willst du eben aussteigen? Ja. Hier ist jetzt ein bisschen windig. So, gepflanzt ist der Baum jetzt. Was muss jetzt passieren? Ja, jetzt muss er natürlich Bodenschluss kriegen. Die Wurzeln müssen mit dem Boden richtig jetzt so ein bisschen angetreten werden. Das heißt, das Höschen muss ordentlich sitzen und richtig schön
einmal ran, man kann den auch richtig. So, und das nächste ist dann mit unserem Wasserfass einmal anschlemmen. Du kannst natürlich auch deine Berechnung anmachen, aber dadurch, dass wir mit so einem Rohr Wasser kommen, das spült richtig, dass das richtig schlemmt. Dann hast du nämlich diese feine Erde, dass sie sich da richtig schön an die Wurzeln rankuschelt. Ja. Weil die Temperatur jetzt kommt, der Baum ist auch angetrieben. Wir haben sie 48 Stunden im Becken gehabt. Das heißt, aus dem Sandeinschlag rausgenommen, eben das Höschen rangemacht und dann hatten wir sie im Beregnungsbecken. Dass die Wurzeln sich richtig vollsaugen. Ja. Auch so wie heute ist das richtig warm. Du darfst auf dem Kipper die Bäume nicht so lange so liegen haben. Nee, das geht nicht. Was wir jetzt dann auch noch machen, ist, dass wir jetzt den Pflanzschnitt machen. Das heißt, hier oben leicht anschneiden auf dem Auge, was hier rauskommt. Und die Seitenäste schneiden wir ab. Wenn mal ein falscher Ast drin ist, den nehmen wir natürlich jetzt gleich raus. Ja. Und das ist jetzt hier die Arbeit. Danach, boah, es ist hier windig, ne? Ja. Danach binden wir die noch an. Zwei Anbinder, einmal hier, einmal da. Und dann passt das. Ja, und dann machen wir nachher, wenn wir soweit sind, wenn wir unser Schneiden fertig haben, kommt hier oben noch ein Edelstahldraht rüber. Man sieht das auch da drüben, da haben wir das letztes Jahr auch gemacht. Und dann können die Pfähle noch lange stehen. Genau. Ich meine, wenn sie den Pfahlbürger überlebt haben, dann sind sie auch gut. Die sind gut. Scheibenbleche, ganz andere Maschine, habe ich eben schon erzählt. Der Ölmotor hat wesentlich mehr Power. Und ich habe die Ölmenge komplett gedrosselt noch. Weil du brauchst nicht so viel. Der muss eben einen Ticken schneller drehen, als was der Träger fährt. Viel mehr nicht. Die soll das da ja randrücken. Was soll die so schnell drehen? Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Und jetzt habe ich das Steuergerät auf 15 Liter, zwischen 15 und 20 so. Und das geht richtig, richtig Sahne. Der Träger läuft schön ruhig, 1200 Motorumdrehung habe ich. Also das geht wirklich Bombe. Gerät 12 Jahre alt. Und da muss man sagen, kann so ein Ölmotor auch schon mal eine Seite vorbeidrücken. Genau, so hört sich das auch an, weil das immer so als wenn der in den Pluskanal gegendrückt. Ja. Der Träger will reinkommen und er drückt dann wieder gegen. Das hört sich sehr, sehr komisch an. Das war natürlich klasse jetzt. Für uns war das nicht schlimm, das eben auseinandernehmen. Und ich fand das klasse, dass Elisabeth gleich einen neuen Motor liegen hatte. Konnten wir jetzt auch verbinden. Wir mussten noch ein paar Bäume nachholen im Außenalpenland. Das ist immer schön, wenn man Sachen auch verbinden kann. Ne? Genau. Aber dann lass uns jetzt weitermachen. Ich muss hier nur noch runter, dann bin ich durch. Nee, du hast dann hier runter. Ja, und dann? Und die andere Reihe. Das kurze da, oder? Ja, klar ist doch. Die eine, die sie schon... Was? Ich dachte, da musst du noch hin. Wo muss ich hin? Das siehst du ja. Kannst du mir beim Kaffee erzählen? Das kurze Stück an der Halle. Ja. Die erste Reihe. Da bin die zwei. Ich da ist ja noch eine. Ja. Ja. Das ist doch die jetzt schon. Ja? Ja, da hinten kommen, da sind noch da in der Mitte sind welche gepflanzt. Das okay. Ist ja logisch. Aber wenn du das sagst, alles klar. Sieh ich gleich. Ich fange gleich rückwärts rein. Ja, ja. Das ist ja keiner. Aber da unten kreise ich auch noch, ne? Ja. Ihr habt es eben schon gesehen, wir waren da oben am Kreiseln. Da bin ich nochmal ausgestiegen, da hat Papa eben die Fahrgasse mit dem 211er einmal fertig gemacht, dass die Jungs beim Anbinden auch schöner laufen können. Das ist ja sonst, ist das ja auch doof, ne? Ja. Wir müssen uns mal eben drehen, du bist so dunkel da, mit dem Lichtfilm. Aber das war mit dem 28er, ne? Was habe ich ihm gesagt? Die Fahrgassen. Was habe ich ihm gesagt? 211er. Ich war mit dem 211er da. Ja, hab genau. Habe ich das falsch rum ja, gesagt? Ja, nee, alles gut, Mann. Kann auch sein, ne? Alles gut. Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, Erdbohrer auch eben sauber gemacht noch, abgeschmiert wieder. Auch eine feine Sache. Das möchte ich auch nicht mehr messen. Und die Scheibensäche ist einfach genial. Gerade bei uns in einer schweren Marsch. Jetzt war das so. Ihr seht das jetzt draußen. Regen. Wir hatten ein paar Tage jetzt Zeit zum Pflanzen. Das ging echt super. Wir haben das letztes Jahr ausprobiert mit so einem Fluch von Walen. Geht bei unserem Boden überhaupt nicht schön. Wir haben das dann auch schön vorgekreiselt, alles schier gemacht. Und dann pflügen wir das aus, dann kommen da so Schollen raus, so dicke ja, Schollen. Und die liegen ja da. Normalerweise musst du das so machen, wie wir das auf dem Lehrhof gemacht haben. Da wurden die im Sommer ausgepflügt. Genau. Und dann im Herbst gepflanzt. Dann ist das wesentlich krümeliger. So geht das nicht, direkt vorher das machen. Das ist nicht schön. Da hast du recht, Michi. Wenn du dir ein Jahr Zeit nimmst für die Kultur, dann kannst du das so machen. Genau, dann funktioniert das auch. Was dann aber wieder nicht so gut funktioniert, weil wir dann ja mit unserem Einzelfallsystem kommen, mit Lenksystem, dann kannst du nicht da auf diesen Geackerten fahren. Dann müsstest du einen breiteren Träger haben. Ne? Ja, ja.
Sonst deswegen, hast du ja auf der... Die Melodie, die passt. Ich fand's toll jetzt, als es war ja das erste Mal beim Fehlesetzen auch gleich parallel mitbohren. Hat wirklich was eingespart, weil Michi sagte noch, Mensch, Papa, heute müssen die Löcher noch raus. Ich habe auch nur eine halbe Stunde Mittag gemacht und dann gleich weitergefahren. Ich finde die Leistung auch richtig gut. Geht auch nur im Zusammenhang mit Vario, das muss man wirklich sagen, dass du deine Löcher da fix rauskriegst. Denn wir sind locker zwischen 600 und 800 Löcher die Stunde, die wir rausschmeißen. Wir haben auch schon 1000 geschafft. Das kommt aber auch echt auf den Boden drauf an. Ne? Wenn das, so wie jetzt war das doch ziemlich nass auch unten noch drin, dann musst du auch langsam bohren, sonst hast du so einen Blumentopf-Effekt. Ja. Und dann ist das da dicht geschmiert. Ne? Ja, und das war gerade richtig, wie du sagtest, Mensch, die Löcher müssen noch raus. Wir hatten so einen richtigen schönen Wind. Ja. Und wenn die Löcher abtrocknen und die fangen an einzureißen, dieser Blumentopf, das ist richtig gut. Ja. Das ist richtig gut. Ist so. Und die Scheibensäche war auch immer sauber dabei, ne? Beim Anhäufen. Aber das muss man sagen, der Ölmotor, das hat sich gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt. Steuergerät hier haben wir auch frisch gemacht. Wir haben noch eins liegen von dem Heckstapler von 2019, der hier an der Wand steht. Den haben wir ja umgebaut. Der ist für einen 211er gemacht. Da geht alles direkt im Trecker. Und da haben wir das abgebaut und war genau das gleiche, wie dieser hier hatte. Nur hier war das vorne alles kaputt. Also die Hebel, die hingen da alle durch die Gegend. Und da haben wir gesagt, dann bauen wir das mal eben komplett um. Ja, ist einfach herrlich, wenn hier nichts mehr wegglubbert. Der andere, der hing ja so und der andere so. Ja, das war so ein bisschen... Also das finde ich schon schön, ne? Nee, aber eine tolle Sache, wenn du jetzt mal eben, wir haben ja unseren kleinen Arbeitskorb auch, wenn du mal am Rechner oder irgendwo ran musst, kannst gleich so mit losbrummen. Ne? Genau, das ist wie ein Frontlader, kann man quasi fast sagen. So im Hof ist das total geil und immer an einem Träger dran, ne? Egal, ja. Was du machst. Ja, musst du eben irgendwo fixen, das geht echt geil, ne? Schön. Nein, er hat wirklich, wie gesagt, die Kreiselecke gemacht. Und er musste da auch richtig mal ein bisschen vorzittern. Temperaturanzeige funktioniert auch vernünftig. Dann haben wir ihn hier mal auf den Beton gestellt und er ist trocken darunter. Das ist schon ein schönes Gefühl. Was wir noch so ein bisschen machen müssen, ist der Drehzahlmesser, der geht nicht. Damals gab es das, glaube ich, optional, konnte man das mitbestellen, dass du so, so eine kleine Digitalanzeige hattest, so eine grüne. Die müssten wir hier, glaube ich, nochmal nachrüsten, weil du siehst ja jetzt so auch keine Zapfwellendrehzahl, du siehst ja gar nichts. Ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm. Nee. Das kann man sehen. Und was man ja sagen muss, die Hebelanordnung in Frankreich, das haben die ja irgendwie, weiß ich nicht, ob die das nicht auf die Kette kriegen. Das, allein schon das Gaspedal, wie das angeordnet ist, in Kombination mit der Bremse da, das ist schon kacke gemacht. Ja, wir haben das jetzt so ein bisschen angeordnet, das ist auch in Ordnung. Ich komme da super mit klar. Das ist natürlich, wenn du dich jetzt mal eben so hier rauflegst, so, dann ist das schon, guck mal hier, das ist mein Rückwärtshebel, hier unter ist Handgas. Ja, am geilsten ist die lastschaltbare Zapfwelle, ne? Ja, du mal ziehen. Die kommt, die ist dann hier und dann willst du mit dem Gruppenhebel, bist du ja beim Kreiseln hier, dann seht ihr das. Und dann hatte ich nachher mein Bein, du komm mal her, du Düdel, hatte ich so, ja. Geht auch. Also da war Fendt schon besser. Hatte ich damals. So. Weil wir das neulich mal gesagt haben, dass die schon weit voraus waren mit der Kabine damals, mit der Ganzlasttür. Das fand ich schön, das Aufsteigen. Aber die Hebelanordnung, die ist natürlich ganz klar beim 270V wesentlich besser gemacht. Muss man auch so sagen. Das ist so. Was wir hier nochmal brauchen, das wird irgendwann den Ende des Jahres kommen. Hier kommt nochmal ein Luftsitz drauf, weil wir doch alle unterschiedlich wiegen. Ja. Und wenn ich so sitze, dann ist es noch entspannter. Ja. Ja, der geht ja gar nicht mehr, der Sitz. Weil dann kommst du ja noch richtig schön ran, ne? Und wenn du denn so sitzt. Und du sitzt ja auch nicht 1000 Stunden im Jahr drauf. Nein, macht er ja. Aber so. Ja, wir haben ihn euch jetzt mal vorgestellt. So ist er gesund, kriegt jetzt nochmal einen Ölwechsel. Er hat jetzt mal richtig schön gearbeitet. Jetzt springt er auch vernünftig an. Das hat uns immer so ein bisschen gestört. Und genau, ist gleich da. Ist gleich da. 60 PS, Dreizylinder. Wendiger Träger, Allrad. Schönen harten Klang, ne? Ja. Genau, was haben wir sonst noch so gemacht? Haben wir eigentlich alles so durchgegangen, ne? Wir haben Bäume gepflanzt, das haben wir euch gezeigt. Wir haben, was haben wir noch gemacht? Muss hier mal eben die Gestern haben wir noch Ebbel gefahren. Da haben wir noch mal eben einen Zug voll 71 Kisten zur Elbe-Obst gefahren. Elster sah als Rohware auch gut aus. Mal gucken. Genau, da steht hier noch der Actros.
Muss jetzt noch zum TÜV. Ist schon wieder soweit. Das gespannte Leergut müssen wir auch noch holen. Und dann kommt er da wieder rein in sein Plätzchen, wenn wir das Apple-Fahren fertig haben. Und der Pfahldrücker, das muss man ja sagen, das ging richtig, richtig gut. Das ging richtig sauber. Das war echt geil. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Das ist super, ist das. Auch vom Anbauen her und alles. Ja, ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir sind diese Woche am Ende angekommen. Da zu den Birnen jetzt hinzufahren in dem Regen, das ist jetzt wirklich nicht gerade das Prickelndste. Das können wir lieber nächste Woche zeigen, da die schöne Blüte. Das können wir machen. Weil was willst du da jetzt, ne? In der Matsche laufen? Das ist so. Und das Video ist auch lang genug, glaube ich, das schon. Man hat ordentlich was gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Es geht wieder los. Ja, was eben habe ich noch mit einem Berufskollegen geschnackt in Mitteldeutschland, die diese Nacht, die jetzt kommt. Auch Frost gerade, da zittern natürlich alle vor. Es ist nicht überall gegeben, dass eine Frostschutzberechnung da ist. Das ist natürlich nicht schön, ne? Wenn diese Momente jetzt eintreten. Ne? Aber da müssen wir durch. Das kannst du dir nicht aussuchen. Könnt ihr mir vorstellen, wenn der Wetterbericht sich nicht mehr ändert, dass das ganz schön nass wird nächste Woche im Hof? Ja. Oder diese Woche? Diese Woche. Also wir haben heute Dienstag, morgen seht ihr das schon, was wir jetzt gerade drehen. Stapler. Genau. Wer da online, was sagt der? Ab Freitag, Samstag, ne? Ja. Stapler, genau. Stapler. Nee, ich wollte zum Stapler sagen, da kommt jetzt auch noch der Service. UVV heißt das, ne? Ist jetzt wieder fällig, ne? UHV. UHV? Mhm. Nicht UVV? UVV. Habe ich UHV gesagt? Ja, UHV. UVV. Ja. Ist jetzt wieder fällig, muss auch gemacht werden. Unfall, was heißt denn das? Verhütung? Unfallverhütungsvorschriften. Ja. Nee. Was? Schreibt das in die Kommentare. Schreibt das in die Kommentare. Wir, bist du UVV? Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Doch, auf jeden Fall. Das macht Spaß mit euch. Auch. Und dann wollen wir mal gucken, was wir dann zwitschern. Genug zu tun haben wir noch. Wo immer was liegt. Ja, no? Zu tun ist immer was. Du kannst was. Ja jeden Tag was machen, ob es Buchführung ist oder irgendwas. Du kannst immer. Aber es muss auch mal 5 Grad sein. Das so ist auch schön. Gestern haben wir frei gemacht, da war ja Montag. Sonntag haben wir durchgearbeitet, weil das können wir uns ja aussuchen, wie wir die Tage legen. Das ist natürlich eine schöne Sache an unserem Beruf, dass man das dann so machen kann. Ne? Ja, das ist einfach, macht auch Spaß. Bei Wärme, wenn das trocken ist, auch wenn du dich irgendwo hinkniest oder baust irgendwas an, wenn das schiedig nass ist. Scheiße, ne? Ungemütlich. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Schreibt in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat, lasst mal ein Like da. Wir würden uns auch über ein Abo freuen. Und an dieser Stelle, habt noch eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit. Bis denn.